Hallo zusammen. Wie ihr sicher gemerkt habt, habe ich 2023 auf meinem Kanal noch nicht wörtlich neue Inhalte veröffentlicht. Ich hoffe, ihr habt mich wenigstens vermisst. Ihr wisst ja, Absence makes the heart grow fonder. Wobei, ganz weg war ich ja nun auch nicht. Die eine oder andere Kooperation mit Avocado TV könnt ihr ja auf seinem Kanal finden. Darunter auch meinen Bericht von meinem Bosnien-Ausflug, den ich von Mitte Januar bis Mitte Februar unternommen habe und der ein Grund dafür ist, warum hier so lange nichts Neues passiert ist. Nach meiner Rückkehr musste ich erstmal einige andere Sachen aufholen, was sich auch wieder hingezogen hat. Dazu kommt dann noch mein bekanntes Prokrastinationsproblem, das klassische, ja, ich leg morgen los, was man dann jeden Tag sagt, ohne es tatsächlich zu tun, und so vergeht die Zeit. Anfang April war ich dann soweit motiviert, wirklich loslegen zu wollen. Der Plan war, am Tag nach meinem Besuch des VNV Nation Konzerts in Hamburg mit Skripten, Einsprechen und Hochladen von neuem Material zu beginnen und die Kooperation mit Avocado TV weiter auf meinem Kanal hochzuladen, denn da gibt es ja einige, die bislang nur auf seinem zu finden sind. Doch es kam, wie so oft, alles anders als geplant. Das VNV Nation Konzert war klasse und genau das, was ich gebraucht habe. Apropos, eine Frage, die mich schon lange beschäftigt: Wie bezeichnet man eigentlich VNV Nation Fans? Star Trek Fans sind Trekkies. Doctor Who Fans sind Whovians. Sind VNV Nation Fans dann Nationalists oder kurz sogar Nazis? Die heutigen Wokisten dürften sich bestimmt bereits am Nation im Namen stören, wenn die wüssten, dass VNV für Victory, not Vengeance, also auf Deutsch Sieg, nicht Vergeltung steht. Aber die geistig Umnachteten, die überall Nazis sehen, insbesondere da, wo keine sind, sind ja kein Produkt des Woke-Mind-Virus. Die gibt es hierzulande leider schon lange, bevor Wokismus ein Thema war. So wurde Peter Heppner und Wolfsheim in den 90ern schon Nazisprech unterstellt, weil Wolfsheims größter Hit zu dem Zeitpunkt, Sparrows and the Nightingales, die deutsche Textzeile »Wo ist der Führer, der mich führt?« enthielt. »Der hat Führer gesagt!« Das konnte ja nur bedeuten, dass Wolfsheim insgeheim den Mann mit dem lustigen Bärtchen verehrte und eine Rückkehr zum Dritten Reich wollte. Eine andere Interpretation, die sich ergeben hätte, wenn man sich mal den Rest des englischsprachigen Liedtextes angesehen hätte, war für diese Leute nicht möglich. Aber diese Irren waren damals zum Glück noch eine zu vernachlässigende Minderheit, die man mit einem Kopfschütteln und mitleidigem Lächeln bedachte. Heute würden die Medien diesen Unsinn aufblasen und die Band dazu bringen, sich für die Verwendung des Wortes Führer zu entschuldigen, das Lied umzuschreiben oder gar eine Bandauflösung zur Folge haben. Wir sehen ja aktuell an der Causa Boris Palmer, der in diesem Fall, im Gegensatz zu seiner faschistischen Haltung zu Corona-Zeiten, nichts, absolut nichts falsch gemacht oder gesagt hat und nun vor dem woken Mob zu Kreuze kriegt wie ein Omega-Kack. Ich wollte erst Beta-Kack schreiben, aber das ist schon nicht mehr Beta. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich wie folgt reagiert. Go to hell. Oder zu Deutsch, fahrt zur Hölle, ihr elendes Gewürm. Aber zurück zum Thema. Auch VNV Nation wurden schon zur Jahrtausendwende von selbsternannten Nazi-Experten vorgeworfen, rechts zu sein, weil sie in ihren Alben und Live-Shows die Fritz-Lang-Metropolis-Ästhetik Deutschlands der 20er Jahre verwendeten und auch vor der martialeren Ästhetik der 30er nicht zurückschreckten. Und dann ist der Sänger auch noch ein Glatzkopf, der von Ehre, Stolz und Krieg singt. Das kann ja nur Nazi sein. Zumindest, wenn man wie die sogenannten Experten nur oberflächlich nach Triggerworten und Symbolik schaut. Wenn man sich auch nur ein paar Sekunden mit den Texten der Band beschäftigt, sieht man, dass das exakte Gegenteil der Fall ist. Geniale Antikriegshymnen wie All Our Sins oder Stücke, die Individualismus und Eigenverantwortung hervorheben oder Songs, die jede Art von Indoktrination und Ideologie kritisieren, wie Prophet vom aktuellen gerade erschienenen Album Electric Sun. Das Erfolgsrezept von VNV ist aber, wie Sänger Ronan Harris selber sagt, dass die Songs so geschrieben sind, dass jeder sie so interpretieren kann, wie er möchte, da die Band niemandem vorschreiben will, was man zu denken oder zu fühlen hat. Denn die Vielfalt der Gedanken ist die einzige Vielfalt, die zählt. Ich glaube, ihr merkt so langsam, warum VNV meine Lieblingsband ist. Ronans Statement zum Zustand der heutigen Medien neulich beim Konzert in Schweden machte ihn noch sympathischer. I really fucking hate the fucking media of the last 10 years. It's become a fucking clickbait load of horseshit.
Das ist ja jetzt schon fast ein VNV Nation Tributvideo geworden. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ach ja, stimmt. Ich wollte nach dem VNV-Konzert in Hamburg Anfang April wieder mit neuem Thinking Devil-Material loslegen. Jedoch hatte ich in der Nacht nach der Rückkehr aus Hamburg plötzlich Schüttelfrost und 39,9 Fieber. Erst dachte ich, ah, bestimmt mal wieder eine Grippe oder Corona, was ja effektiv dasselbe ist. Wobei, mit 39,9 Fieber denkt man nicht mehr, da ist man völlig neben der Spur. Erst einen Tag später, als das Fieber zurückging, konnte ich wieder halbwegs klar denken. Dann sah ich mein rechtes Bein und dachte, die gute Nachricht? Es ist kein Corona. Die schlechte Nachricht? Was zum Geier ist mit meinem Bein los? Angeschwollen, rot und so heiß, dass man ein Spiegelei aufbraten könnte und bei Bewegungen schmerzte es wie Hölle. Aus dem Bett aufstehen bzw. erstmal in Sitzposition zu kommen, geschweige denn aufzustehen, dauerte Minuten. Und für den Weg vom Bett zum Klo brauchte ich 5 Minuten und ich wohne nicht im Buckingham Palace oder einer sonstigen Riesenvilla, sondern in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Mit anderen Worten, Houston, we have a problem. Und das, wo mein Vertrauen in Ärzte, welches schon vor den letzten 3 Jahren eher gering war, inzwischen überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Sowas wie einen Hausarzt habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr, seit mein Alter seinerzeit in Rente ging. Und so siechte ich dann noch 2 Tage vor mich hin, bevor ich einsah, dass es ohne ärztliche Hilfe nicht geht. Zum Glück habe ich einen sehr guten Freundeskreis und darunter auch jemanden, der einen Arzt an der Hand hatte, dem er vertraut. Und so nahm er mich dann zu diesem mit, woraufhin dieser sofort Erysipel, ich werde es glaube ich nie aussprechen können, Erysipel diagnostizierte, zu Deutsch Wundrose. Eine bakterielle Infektion, die durch Insektenstich oder sonstige Öffnungen in die Haut eindringt und wenn sie nicht behandelt wird, bis zu Amputationen und Blutvergiftung, also bis zum Tode führen kann. Ambulante Behandlung war auch nicht mehr möglich, sondern Krankenhaus, da ich Penicillin-Infusionen brauchte. Na prima. Wo ich zu Krankenhäusern ein noch schlechteres Verhältnis als zu Ärzten habe. Meine Oma, die für mich quasi meine Mutter war, da sie mich in Ermangelung an Eltern aufgezogen hat, ist nämlich im Krankenhaus gestorben. Sie hat auch vorher schon immer gesagt, wenn sie mal ins Krankenhaus kommt, kommt sie da nicht mehr lebend raus. Sie sollte recht behalten. Wie mir die Ärzte dann mitteilen, haben ihre Organe die Antibiotika nicht vertragen und sie starb an multiplem Organversagen. Meine Begeisterung, ins Krankenhaus zu müssen und dann auch noch in dasselbe, in dem sie starb, hielt sich also in sehr engen Grenzen. Und mein Kumpel und der Doc mussten mit Engelszungen auf mich einreden, um meine Zustimmung zur Einweisung zu bekommen. Dann hing ich also eine Woche am Tropf, 3-mal täglich Penicillin und mein Bein wurde zum Glück zusehends besser. Erst gingen die Schmerzen zurück, sodass ich mich wenigstens im Liegen wieder drehen und wenden konnte, wie ich wollte. Und nach 2-3 Tagen konnte ich auch wieder halbwegs schmerzfrei gehen. In der ersten Nacht wollten sie mir sogar eine Urinflasche ans Bett stellen, woraufhin ich nur meinte, nix da, ich benutze die Toilette und wenn ich dahin kriechen muss. Die Klotür war 2 Schritte vom Bett entfernt, was für mich zu diesem Zeitpunkt noch ein echtes Abenteuer war. Aber über meine Abenteuer im Krankenhaus und damit zum Zustand des deutschen Gesundheitssystems erzähle ich im Gespräch mit Avocado TV und einer Krankenpflegerin mehr, sodass ihr quasi die Eindrücke von Patienten und Insiderseite bekommt. An dieser Stelle nur so viel. Immerhin war es im April passiert, als die unsinnige Maskenpflicht auch im Krankenhaus gekippt war, sodass ich meine blütenreine weiße Weste niemals in den letzten 3 Jahren eine Maske getragen zu haben beibehalten konnte. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, mich sämtlichen Corona-Maßnahmen konsequent verweigert zu haben. Das können hierzulande nur wenige von sich behaupten, wenn sogar Leute wie Kasper die nachweislich gefährliche und nutzlose Giftspritze genommen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Nach 7 Tagen wurde ich also entlassen, musste aber noch weiter Penicillin in Tablettenform nehmen und mein Bein schonen und hochlegen. Zu 100% gesund ist es immer noch nicht, ab und an ist es noch leicht gerötet und schmerzt ein wenig, aber kein Vergleich zur heißen Phase. Jedenfalls bin ich jetzt körperlich und geistig sowie zeitmäßig endlich wieder soweit, neues Material zu machen. Da ich aber so lange außer Betrieb war, hielt ich es schon für nötig, dieses Update-Video zu machen. Also, was könnt ihr nun 2023 auf diesem Kanal erwarten? Wenn alles nach Plan läuft und nicht wieder Unvorhergesehenes eintritt, jede Menge. Zunächst werden dann natürlich die ganzen Kooperationsvideos mit Avocado TV, die ihr auf seinem Kanal bereits sehen könnt. Die Philosophie-Videos zu verschiedenen Filmen wie Matrix, Religious, Truman Show, Blade Runner, Total Recall und so weiter. Da muss ich nur noch ein eigenes Intro zuschreiben und einfügen, was relativ schnell geht.
Ebenso kommen mein Bericht aus Bosnien und die Kooperation mit Avocado und Vogler auch noch auf den Kanal. Allein damit habt ihr also schon mal mindestens 12 Videos, die praktisch schon fertig sind, die demnächst hier erscheinen werden. Dann habe ich mit Avocado schon vor Ewigkeiten einen Artikel von Salon.com auseinandergenommen. Ich muss das aber noch zurechtschneiden und mit Bildmaterial unterlegen. Und da das ein 1,5 Stunden Brocken ist, habe ich das eh vor mir hergeschoben. Dann steht der dritte Teil meiner Videospielgeschichten aus anderer Perspektive noch aus, die 60er. Da bin ich gerade mitten im Scripting, habe schon 4 Seiten geschrieben. Ich bin am Überlegen, ob ich in Teil 3 statt bis 1969 direkt noch 1970 und 71 mit einschließe, damit ich in Teil 4 endlich mit der ersten echten Spielkonsole, der Magnavox Odyssey und ihren Spielen beginnen kann. Ab Teil 4 gehe ich dann nämlich von Konsole zu Konsole und versuche mich dann auch an Gaming-Livestreams zum Recherchieren der Games. Außerdem steht mein 666 Abonnenten-Special noch aus. Ursprünglich wollte ich euch ja einen Blick in meine Bücherregale gewähren, habe mir aber nach dem Erfolg von Avocados Weihnachts- und Oster-Special überlegt, sowas ähnliches zu machen. Ich habe mal für einen Netzwerker gearbeitet, der Impulsveranstaltungen gemacht hat, bei denen sich 6 Unternehmer mit einem Kurzvortrag, der 6 Minuten nicht überschreiten durfte, präsentiert haben. Und so würde ich auch gern meinen 666 Abonnenten-Special realisieren. 6 YouTuber, 6 Beiträge, jeweils maximal 6 Minuten. 666. Die Zahl schreit ja förmlich nach diesem Konzept. Die Anfragen an Kandidaten gehen in den nächsten Tagen raus. Ich denke, Euphemismenfeind, Vogler und Avocado TV wären da schon mal 3 passende Kandidaten. Wenn die zusagen, brauche ich nur noch 3 weitere. Ich selbst werde nur zwischen den Beiträgen die entsprechenden Kanäle der Kandidaten kurz vorstellen. Neben der Videospielgeschichte will ich dasselbe auch für Comics, Zeichentrickfilm und TV machen. Zu den Anfängen zurückschauen. Warum? Nun, erstens, um euch Alternativen zum heutigen Woken-Müll aufzuzeigen. Zweitens, um die Pionierarbeit derjenigen zu würdigen, die die ersten Comics gezeichnet und die ersten Filme gemacht haben. Um einen positiven Gegenpol zum unsinnigen »Die Vergangenheit ist scheiße, kill the past«-Narrativ aufzubauen, den die Kulturmarxisten in Medien, Bildung und Politik uns aufdrängen wollen. Dabei will ich auch mit Falschinformationen aufräumen, die von eben diesen Leuten schon in den 40ern in die Welt gesetzt wurden. Es geht also auch hier darum, zu versuchen, euch einen Mehrwert zu bieten, sodass ihr mit mehr Wissen aus dem jeweiligen Video rausgeht, als ihr hineingegangen seid. Außerdem bietet mir der Blick zurück zu den Anfängen auch die Gelegenheit, euch mit kostenfreien Unterhaltungsmedien zu beschenken, die auch garantiert frei von Wokeness sind. Es gibt nämlich mehr als genug Comics und Filme, die schon im Public Domain Bereich sind, die man also kostenlos verbreiten und verwenden kann. Also erwartet Tipps zu entsprechenden Seiten und den einen oder anderen Film oder die eine oder andere Serie direkt hier auf meinem Kanal. Beziehungsweise wenn YouTube rumzickt, auf Rumble, BitChute und Odyssey. Das meiste Material wird allerdings auf Englisch sein, wobei ich versuche, mit Einleitungen zumindest einen Überblick darüber zu geben, um was es geht. Wobei, gerade im Filmbereich sind auch viele Stummfilme dabei, wo es auf Sprachkenntnisse eh noch nicht ankommt. Ich will meinen Zuschauern die Faszination und die Magie dieser Unterhaltungsprodukte nahebringen. Mit dem Ziel, vielleicht auch den Nachwuchs zu inspirieren, denn ich denke, wir sind uns einig, dass das, was den Kids heutzutage im Unterhaltungsbereich geboten wird, pure Indoktrination ist. Bloß weil etwas alt ist, muss es nicht zwangsläufig schlecht sein. Im Gegenteil. Die Werte, die seinerzeit vermittelt wurden, sind zeitlos und allgemeingültig und daher wesentlich sinnvoller für Kids als der Müll, den die Regenbogenmafia heutzutage verbreitet. Diese Einblicke in die Geschichte des Entertainments werden das Hauptprojekt für diesen Kanal sein, weil ich damit wirklich einen Mehrwert liefern will. Ab und an wird es auch mal wieder einen 3-Dumme-Dinge-Dienstag geben und hier und da werde ich auch mal auf idiotische Beiträge von Mainstream-Medien reagieren. Dies aber am liebsten via Livestream mit Kooperationspartnern. Zu Trump und zur US-Politik im Allgemeinen kommt hier natürlich auch weiterhin was, da die Medien bei dem Thema ja ohnehin nur hanebüchenen Unsinn und hetzerische Propaganda verbreiten. Und dann will ich noch das eine oder andere englischsprachige YouTube-Video eindeutschen, von denen ich denke, dass es für ein deutsches Publikum interessant sein könnte. Aktuell schweben mir da insbesondere einige Videos von Razorfist vor, wie zum Beispiel seine Vernichtung von Abraham Lincoln, Amerikas ersten Diktator, seine Verteidigung von Michael Jackson oder sein jüngstes Beispiel, wie Kapitalismus im Vergleich zu Staatsmonopol immer die bessere Option sein wird. Letzteres müsste man dann mal dringend Erwin und seinen Jüngern vorspielen, wenn ich es eingedeutscht habe. Die eine oder andere Kurzgeschichte von mir werde ich hier demnächst auch mal vertonen. Ihr seht, es ist einiges geplant. Wie viel davon in welchem Zeitraum realisiert wird, wird sich zeigen.
Oder anders gesagt, alle in diesem Video gemachten Angaben sind ohne Gewähr und können sich jederzeit ändern. Auf Shorts habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil ich dieses TikTok-mäßige ADHS-fördernde Kurzformat nicht unterstützen möchte und darin einfach keinen Mehrwert sehe. Aber YouTube ist auch diesbezüglich zickig, denn die wollen es unbedingt pushen, um TikTok eine Konkurrenz zu bieten. Und es hat wohl positive Auswirkungen auf den Algorithmus, wenn man Shorts macht. Anders gesagt, YouTube erpresst seine Creators durch die Hintertür dazu, Shorts zu erstellen. So nach dem Motto, das ist ja ein schöner Kanal, den du da hast. Du möchtest doch nicht, dass er vom Algorithmus ignoriert wird, oder? Ein paar grobe Ideen habe ich schon, aber noch nicht spruchreif. Mal schauen, was ich da mache. Wir werden sehen. Was hätte ich sonst noch zu vermelden? Ach ja, vom 18. bis 24. Mai werde ich Polen annektieren. Oder zumindest vielleicht eine hübsche Polin. Man muss seine Eroberung ja klein anfangen. Wenn man gleich so brachial mit der Tür ins Haus fällt, geht das nicht gut aus, wie die Geschichte zeigt. Mal sehen, was für schöne Strandperlen ich da an der Ostsee entdecke. Mein Polenausflug wird mit Sicherheit danach auch in einem Gespräch mit Avocado TV thematisiert, da ich natürlich auch dort nicht nur auf die hübschen Mädels, sondern auf Land und Leute, gerade im direkten Vergleich zu unserer DDR 2.0 unter den rot-grünen Faschisten schauen werde. Mehr fällt mir momentan nicht ein. Wenn ich nur einen Bruchteil dessen dieses Jahr tatsächlich umsetze, dürftet ihr mehr als genug Content von eurer Lieblingshöllenkreatur bekommen. Bis dahin, macht's gut, denkt an Abo, Likes, Kommentare und Weiterempfehlungen. See you in hell.